Konkurrenz für Google Glass kommt vom Unternehmen Musix mit seinen Smart Glasses. Das Gerät verbindet sich via Bluetooth mit dem Smartphone und zeigt anschließend das Smartphone-Display in dem kleinen WVGA-Display an, das man vor dem rechten Auge platziert. Das Display macht eigentlich in der Praxis einen sehr guten Eindruck. Es ist zwar klein, aber es ist deutlich. Es ist sehr einfach scharf zu bekommen, also das Auge tut sich jetzt nicht so schwer zu fokussieren. Die Idee ist dann natürlich, entsprechend Augmented Reality Apps darauf laufen zu haben und etwa Straßenkarte oder SMS oder was auch immer unterwegs schnell angezeigt werden. Das Gerät hat zusätzlich eine 1080p Kamera an der Vorderseite integriert, die jetzt gerade läuft. Ich sehe also live das Bild, das die Smart Glasses an der Vorderseite aufnehmen.